Ja, das korrekte Anhalten beginnen wir immer im ersten Drittel der Gasse. Das hat folgenden Grund: Wenn er anfängt, die Pferde gleich Ende der Gasse anzuhalten, wie wir es jetzt hier machen, dann laufen die gerne mal nach vorne raus. Also die müssen wirklich tatsächlich erst mal lernen, in den Gassen anzuhalten. Wir machen dann einen positionierten Hand- und Seitenwechsel, schnallen den rechten Zügel in den mittleren Ring des Kappzaums und lassen das Pferd dann wieder antreten und machen das Ganze natürlich auch von der rechten Hand und rechts geführt. Halten wir wieder im ersten Drittel der Gasse an und dann im zweiten Drittel. Also dieses Anhalten müssen Sie erst lernen. Das nächste, was Sie auch noch lernen müssen, ist einfach stillzustehen. Für ein junges Pferd, ihr werdet es nicht glauben, ist es eine unglaubliche Herausforderung, einmal 2 Sekunden stillzustehen und darauf zu warten, bis ihr sagt, dass es weitergeht. Hier korrigiere ich ihn ein bisschen und dann geht's weiter wieder. Also er muss auf mich warten in dem Fall. Dann probieren wir das Ganze aus dem Trab. Und hier auch auf den Punkt anhalten, wenn ihr es sagt und nicht erst, wenn es dem gnädigen Herr hier einfällt. Also man muss, da legen wir wirklich Wert drauf, dass dieses Anhalten auf den Punkt funktioniert. Hier war der Boden ein bisschen gefroren, neulich ein bisschen pissig gewesen. Dennoch muss er warten, bis ich sage, es geht weiter. Also das ist schon eine Herausforderung für ein junges Pferd. Wenn er das mal hinbringt, dann habt ihr einfach auch die Grundlage dafür und könnt überprüfen, ob euer Pferd auch wirklich zuhört. Dann probieren wir es natürlich auf der rechten Hand. Das muss immer von beiden Seiten funktionieren. Wieder anhalten und antreten lassen.